Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr diesen Typen hier auf der Straße seht, glaubt ihr dann einfach, ach, das ist nur ein religiöser Mann? Oder geistert da doch eher in eurem Kopf rum, das könnte auch ein Salafist sein? Laut den Mainstream-Medien ist ja jeder Konvertierte gleich Terrorist. Und bei ihr hier, das ist doch keine Muslimin, oder? Ah, du konvertierst, aber du schminkst dich. Also ist ja voll Double Standards, die du hast. Die zwei haben auf den ersten Blick hier erstmal nichts miteinander gemeinsam, aber beide sind zum Islam konvertiert und beide müssen sich seitdem echt einiges anhören. Ich bin heute in einer richtig idyllischen niedersächsischen Kleinstadt unterwegs und treffe mich gleich mit Max. Er ist hier aufgewachsen und er hatte mit Religion eigentlich so gar nichts am Hut, bis er dann ganz plötzlich von einem Tag auf den anderen zum Islam konvertiert ist. Er hat seine Familie und seine Freunde vor vollendete Tatsachen gestellt und sich der muslimischen Gemeinde hier angeschlossen. Und seitdem hat er echt mit einigen Dingen zu strugglen, weil die Menschen irgendwie Vorbehalte ihm gegenüber haben. Wie krass sind die Vorurteile, mit denen er jeden Tag zu tun hat? Hallo, guten Morgen, Max. Ich habe euch schon mal ein bisschen Kaffee gekocht. Ah, das war nett, danke schön. Bitte. Aber weißt du, was mir jetzt direkt auffällt? Du siehst ja ganz anders aus als auf dem Foto, was du mir geschickt hast. Ja, das ist Alltagskleidung für mich, von daher. Das traditionelle Gewand trägt Max meist nur im Ramadan oder zu Feierlichkeiten. Früher ist er aber auch öfter mit seiner Gebetskappe rumgelaufen. Neben den Klamotten nimmt Max die Regeln des Islam ziemlich ernst. 5-mal am Tag beten, fasten, kein Schwein, kein Alkohol. Und am krassesten finde ich, obwohl Max erst 21 Jahre alt ist, hat er schon Frau und Kind. Denn Sex wollte er, seit er konvertierte, nur noch in der Ehe haben. Wieso hast du dich dazu entschieden, diesen Weg jetzt, ich sag mal, doch relativ traditionell oder konservativ zu gehen? Man muss, glaube ich, auch betrachten, ist man damit aufgewachsen oder hat man sich nochmal offensiv dafür entschieden? Und das macht einen ganz großen Unterschied aus nochmal bei einigen. Und ich habe mich dafür entschieden, also habe ich mich auch an alle Regeln zu halten. Mich interessiert natürlich schon sehr brennend, wie kam es zu der Entscheidung damals, dass du konvertiert bist? Ich habe ja im Flüchtlingscamp gearbeitet, ganz lange. Und da habe ich auch viel mit Kindern gearbeitet. Und dass diese Kinder trotz allem, was sie gesehen haben, dass die trotz all dem noch lächeln können, das hat mich sehr fasziniert. Und das halt auch immer mit dem Wort Gott. Das hat mich auch ziemlich bewegt. Das bewegt mich auch heute noch. Und irgendwann, nachdem das Camp geschlossen war, 1-2 Monate vielleicht, wo ich dann morgens aufgewacht bin und für mich dann klar war, ja okay, ich mach das jetzt. Schon krass. Max steht auf und fährt ganz spontan zur Moschee. Dort spricht er vor der Gemeinde das muslimische Glaubensbekenntnis und ist seit diesem Tag überzeugter Muslim. Wenn das jetzt so schnell alles bei dir ging, wie hat denn dann deine Familie darauf reagiert? Also deine Mutter zum Beispiel. Die war am Anfang tatsächlich etwas skeptisch. Es gab eine Zeit, da hat sie dann explizit nur Schwein gekauft. Echt jetzt? Ja, Mütter. Ne, das ist, keine Ahnung, was genau sie damit bezweckt hat, aber das ging auch irgendwann vorüber. Was hat sie da befürchtet und wie hat sich das auch geäußert? Befürchtet ist halt dieses Terrorismus-Ding. Ne? Weil es ist ja, laut den Mainstream-Medien ist ja jeder Konvertierte gleich Terrorist. Es ist tatsächlich so. Ich warte jetzt noch kurz auf Max, er zieht sich noch um und dann geht es zur Moschee. Ich muss sagen, ich finde das Gespräch jetzt gerade schon ziemlich spannend und wenn ich so an die Reaktion der Familie von Max denke, dann kann ich schon verstehen, dass da irgendwie gewisse Ängste mitschwingen. Also es scheint schon ein Vorurteil zu sein, was insbesondere dem Islam anhaftet. Auf dem Weg zur Moschee bekomme ich direkt mit, wie die Menschen auf der Straße auf Max reagieren. Sein Kopf ist schon gehört. Nee, der muss so. Da war ja schon die erste Reaktion, ne? Kommt sowas öfter vor? Wenn man mit sowas unterwegs ist, durchaus, ja. Also,
auch gerade wenn man jetzt mal unterwegs war im Zug oder so, dass man da tatsächlich auch gemerkt hat, okay, die Leute gucken einen an und setzen sich weg. Also so, und man steht auch die ganze Zeit dann unter Beobachtung. Was macht der jetzt? Die gucken genau auf deine Hände. Was glaubst du, was die Leute dann denken? Oder worüber sie nachdenken? Ob du gerade eine Waffe ziehst oder eine Bombe an hast? Meinst du echt? Ja. Also davon bin ich überzeugt. Wir setzen das bewusst ja nicht jeden Tag auf. Weil wir einfach solchen Konflikten auch aus dem Weg gehen wollen, möchten. Max wirkt zwar abgeklärt, wenn er darüber spricht, wie ihm die Menschen begegnen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es ihn stark beschäftigt. Richtig wohl scheint er sich erst bei der Moschee zu fühlen. Ich würde euch dann bitten, hier vorne die Schuhe gleich auszuziehen. Alles klar. Assalamu alaikum, Doktor. Ich bedecke zum Gebet meine Haare, das gilt als respektvolle Geste gegenüber Gott. Währenddessen führt Max die rituelle Waschung durch, bei der ich als Frau draußen warte. Die Waschung gehört quasi zum Gebet dazu, denn wer vor Gott tritt, sollte rein sein. Max betet mit seinem Imam Ahmed Maher Mohandes. Für ihn ist er eine Art Mentor. Der Imam erzählt mir, seine Gemeinde freut sich über jeden, der zum Islam findet. Max haben sie mit offenen Armen empfangen. Hattest du damals das gleiche Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Danach kam halt aus der Gemeinde auch nochmal der Hinweis, ne, pass auf, mit welchen Leuten du dich abgibst. Pass immer auf, wie die Leute reden, dann weißt du, was die für eine Gesinnung haben. Das war schon eine Befürchtung, weshalb ich auch davor gewarnt wurde. Du hast gesagt, wir Muslime, wir werden nicht nur mit einer Lupe betrachtet, sondern sogar mit einem Mikroskop. Als diese Moschee hier eröffnet wurde, die gibt es ja noch nicht so lange, waren die ersten, die auf der Eröffnungsfeier waren, vom Staatsschutz. Wie? Die sich natürlich auch nicht als diese zu erkennen geben wollten. Moment, woher weißt du, dass das Menschen waren vom Verfassungsschutz, die hier waren? Ich sag mal, sie sind bekannt. Sie denken immer, sie sind nicht bekannt, aber jeder kennt sie. Das ist halt hier nicht so groß und die laufen auf jeder Demo mit, gerade wenn sie aus dem linken Spektrum kommt. Laut Max wurde aber nicht nur die Moschee beobachtet. Nach meiner Konvertierung war es dann so, dass da tatsächlich auch, dass man gemerkt hat, dass einem Autos hinterhergefahren sind. Dass irgendwie immer Leute beobachtet haben. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Dass man halt, nur weil man halt einen anderen Glauben annimmt, dass man dann sozusagen direkt unter Beobachtung steht. Dabei kommt es aber auch darauf an, welchen Glauben man annimmt. Es wird dich niemand beobachten, weil du das Judentum annimmst oder das Christentum. Der Islam wird halt immer noch gleichgesetzt mit Terrorismus. Dass Max das Gefühl hat, von Behörden beobachtet zu werden, ist mir auch Tage später nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich will mehr dazu wissen und telefoniere mit einem Journalisten, der den Vorfall bei der Moscheeeinweihung auch mitbekommen haben soll. Also der Journalist konnte sich tatsächlich daran erinnern, dass bei der Einweihung der Moschee da so ein Vorfall war und zwei Männer da waren. Okay, dass der Verfassungsschutz bei der Moscheeeinweihung dabei war, bedeutet aber noch nicht, dass sie explizit Max im Visier gehabt haben. Ich schreibe dem Verfassungsschutz Niedersachsen jetzt eine Mail, weil ich von ihnen wissen will, ob Personen tatsächlich einfach nur aus dem Grund beobachtet werden, weil sie gerade konvertieren zum Islam. Auf meine Frage hin schreiben die tatsächlich Folgendes. Wenn ein Konvertit unter Beobachtung steht, liegen bereits Erkenntnisse vor, die im Rahmen der Aufgaben des Verfassungsschutzes gewonnen wurden. Die reine Religionsausübung und deren Intensität ist ein Grund- und Menschenrecht und nicht Bestandteil des gesetzlichen Auftrags der Beobachtung von Extremisten. Also, wenn man jetzt nach dieser Antwort geht, die natürlich sehr offiziell ist, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass Max beobachtet wurde, aber letztendlich kann ich das, glaube ich, in seinem Fall sowieso jetzt nicht genau rausfinden. Ich kann aber tatsächlich verstehen, dass er das Gefühl hat, beobachtet zu werden. Das will ich ihm gar nicht abstreiten, weil er halt ansonsten einfach schon so viel Vorurteile abkriegt, dass das halt auch irgendwie dann nahe liegt für ihn. Aber nicht alle KonvertitInnen leben den Islam direkt so konservativ aus wie Max. Ich frage mich, wenn man den Islam weniger nach außen trägt, trifft man dann auch auf weniger Vorbehalte? Hi! Hallo! Ich bin in Berlin und treffe Toja. Sie ist meine Funkkollegin vom Kanal Datteltäter und kommt aus einer katholischen Familie. Sie ist auch konvertiert, aber im Gegensatz zu Max wirkt sie auf mich lockerer in der Art, wie sie den Islam auslebt.
Genau, du trägst ja jetzt zum Beispiel kein Kopftuch und für mich sieht es dann erstmal so aus, als würdest du so eine liberalere Form des Islam leben. Warum hast du dich dafür entschieden und kann man das überhaupt so sagen? Also ich würde mich selbst nicht als liberal bezeichnen. Für mich kommen die Regelungen, die es im Islam gibt, die Kleidung angeht, kommen für mich auch gar nicht an erster Stelle. Für mich geht es erstmal darum, einen guten Charakter zu haben, ein guter Mensch zu sein, von Nutzen zu sein für seine Community, für seinen Nächsten. Und genau deswegen finde ich den Begriff liberal da gar nicht so passend, weil ich in vielen Sachen sehr konservativ bin, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt direkt als muslimische Frau gelesen werde. Toya hat sich anders als Max viel Zeit gelassen mit dem Konvertieren. Sie hat 5 Jahre praktiziert, bevor sie offiziell übergetreten ist. Trotzdem konnte ihre Mutter es nicht verstehen. Für Datteltäter hat sie die Reaktion auf ihre Konversion festgehalten. Was waren deine Gedanken, als du erfahren hast, dass ich konvertiert bin? Ein Schlag ins Gesicht. Und ich glaube, das hast du auch gewusst und geahnt. Ne? Und wir haben vorher immer wieder angedeutet, ja, ist ja schön, wenn du mich mal in eine Moschee mitschleppst. Aber Hauptsache, Toya, du konventierst nicht. Ne? Das habe ich immer gesagt. Und das war auch immer so gemeint. Und das ist wie Fremdgehen. Okay. Ja. Wenn ihr das Video komplett gucken wollt, dann könnt ihr jetzt hier oben klicken. Wie reagieren denn gebürtige Muslime auf dich als Konvertitin? Ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, der Großteil von Muslimen ist immer erstmal, findet es immer erstmal gut. Es gibt aber auch natürlich immer, wie glaube ich, in jeder Religion, in jeder Community, egal was es ist, gibt es dann auch Leute, die sich ein bisschen dazu berufen fühlen, dir ihre Meinung mitzuteilen. Also alleine hier unter dem Video kommen dann Kommentare wie, ah, du konvertierst, aber du schminkst dich. Also ist ja voll Double Standards, die du hast. Und das ist so, Mann, schade. Ich glaube, so wirklich der Mensch ist ja eigentlich so das Wichtige. Und das wird manchmal so voll ausgeblendet. Und das finde ich total schade, dass da so manche auch so ein bisschen urteilend unterwegs sind. Ja. Eins kann ich an dieser Stelle wirklich festhalten. Wer sich dazu entscheidet, zum Islam zu konvertieren, der hat echt einen harten Weg vor sich. Es gibt einfach wirklich so viele Vorurteile, die man mit dem Islam in Verbindung bringt, dass es, glaube ich, gerade für Menschen, die sich freiwillig für diese Religion entscheiden, besonders schwer ist, das zu argumentieren und nach außen zu tragen. Was meint ihr? Habt ihr irgendwelche Ideen, wie man die Vorurteile, die man Max und Toya entgegenbringt, irgendwie aufbrechen könnte? Schreibt mir das gerne hier in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu dem Thema wissen wollt, kann ich euch dieses Video von Datteltäter empfehlen. Der erzählt Fieter ein bisschen, wie es ihm damals ergangen ist, als er konvertiert ist. Uns gibt's außerdem auch noch auf Snapchat. Ich freue mich, wenn ihr da auch nochmal vorbeischaut.